So Leute, willkommen zurück zu Pandoras Tower. Oh yeah, im letzten Part haben wir ein bisschen was im zweiten Holzturm erledigt. Und jetzt wieder hier zurück, um Helena ein bisschen Fleisch zu geben, die es schon kaum abwarten kann, so wie es scheint. Hier, ich erinnere euch, Vendola, die Begrüßung. Oh, was, hast du was dabei? Achso, ja, nee, ist alles okay. Ja, wir haben... Was? And what's more, everyone thinks you're a criminal. Keine Sorge. All right. Thanks. Das ging schnell. I'll clear your name when we get back to the village. It's the least I can do. Was ist denn los jetzt gerade? Irgendwie wirkt so, jetzt gerade nicht mehr, aber sehr bedrückte Stimmung hier aktuell. Tidy up after yourself, Aaron. Ich muss halt speichern, das muss immer da liegen. I'm sure I told you exactly the same thing when we were living at my house. Ja. Don't do anything stupid out there, all right? Das kennen wir. Don't give me a reason to worry, will you? Das auch. So, möchte ich dir was geben? Ja, ich möchte eigentlich wieder ganz viele Beeren am besten geben. Mache ich jetzt auch mal. Hier, dass wir ganz viele Küchlein dafür bekommen. Und die Zuneigung weiter steigt. Es ist for me. Yes. Upsala. What's up? Sagt sie einfach. Nee, nee, nee. Nichts ist ab. Oh, versteht ihr, aber ich wollte das trotzdem geben. So, ohne mal nasses Fleisch um die... Ich gewöhne mich langsam an. Ja, das sieht man. Ein bisschen mehr als das, glaube ich. Guckt euch das nochmal an jetzt hier. Mmm. Lecker Schmecker. Ach, Helena. Ich bin darauf bin ich ehrlich gesagt schon am meisten gespannt, muss ich ehrlich sagen, aktuell. Einfach, wie sich das noch, ja, entwickelt, wie sie das ganze Zeug in sich reinschaufelt. Ups, so, hier noch irgendwas. Ja, mein Wächterstein ist mal wieder gekonnt im Arsch. Moment mal. Ach, guck mal, ich habe da sogar noch ein bisschen Platz jetzt bekommen für etwas. Guck ich doch mal, könnte ich irgendetwas tragen? Das wird gegen Erschöpfung. Höhere Fähigkeitsstufen. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal tragen. Liegt das mal im Inventar. Und ich gucke mal, ob ich es ausrüsten kann, sodass ich quasi dann noch genug Stuff übrig habe. Also genug Platz übrig habe. So. Ich könnte das da hinlegen und dann die Sense. So, ja, das Problem ist, da kann ich, ja, Moment mal, so. Ne, ich kann leider das auf keinen Fall gleichzeitig mit diesem Amulett ausrüsten. Schade. Na, ein andern Mal dann. Ein andern Mal. Ich muss das mal wieder so hinlegen, dass das Ganze hier dann's hier reinpasst. So. Ja, schade. Schade, 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 schade. Ein Inventarplatz mehr noch, dann müsste es eigentlich funktionieren. So, legen wir das erstmal wieder zurück. Und was haben wir jetzt noch dabei? Nur Heilmittel. Ja, warte, das halte nur den Status so. Hatte ich bisher nicht so das Gefühl, dass ich das unbedingt dringendst brauchen würde. Deswegen, dann hat euch fünf Türme gleichzeitig ihre Türe geöffnet. Ja, tatsächlich. Die Lehrerin des ARS liberiert sie auf dem Werk, fragt sich nur, wie dich vorzeit Sicherheit führen oder in dein Verderben. Aber wahrscheinlich ist es Ansichtssache. Es liegt an dir, das zu entscheiden. Ja, wir haben etwas Fleisch übrig. Oh, was? Verdammt. Jetzt habe ich aus Versehen gesagt, nein, ich habe kein Fleisch zu verkaufen. Natürlich habe ich Fleisch zu verkaufen. Ich muss nur sagen, ich vertraue Mafda immer noch, ehrlich gesagt. Und ich weiß, dass einige von euch das ebenfalls auch tun. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, als wäre sie so mies drauf. So. Das muss reichen. Und jetzt erstmal wieder... Arrivederci, auf in den nächsten Turm. Noch nicht, ich möchte erstmal geheilt werden, so. So, wo ist Helena? Helena ist draußen gerade, okay. Aber ich sehen wir da noch, sie nochmal. Sodass wir vielleicht auch ein bisschen was abstauben können. Vielleicht hat sie schon wieder ein Küchlein gebacken oder so. Look, Aaron. The flowers have started to blossom. Aaron, these grew from the seeds you gave me. Hey, look! That purple flower is absolutely gorgeous.
All these other flowers too. I've never seen any of them before. It'd be nice to fill this garden with flowers. But I'm happy just to have these. I'm sorry. It's just putzig. Wie sie uns verarscht hat. Nur ein bisschen. Das ist nicht lustig. Das ist lustig. Ist okay. Ach, das ist doch schön, wenn du noch ein bisschen lachen kannst. Hab ich kein Problem mit, meine Gute. Absolut nicht. Achso, sehr schön. Sehr schön. Would you like another haircut? Hey, don't make that face. I only messed up last time because of my brothers. It won't happen again, I promise. Oh, wie beruhigend. Wie beruhigend. Zuneigung wächst, jawohl, wunderschön. Please take these. I hope you like them. Ambrosia, oh, was ist das denn? Was ist das denn? Magisch und wieder mächtiges Gebräu, benannt nach der Speise der Götter. Verstärkt Kette, füllt LP komplett auf und halt Status leisen. Oh, wow. Übertrieben broken quasi. Und neue Texte haben wir auch wieder zum Lesen. Werde ich jetzt aber noch nicht machen. Vielleicht am Ende des Parts oder... Na, wahrscheinlich eher am nächsten Part. Das ist auch eine Katze, die wir schon kennen, oder? Sie sagt nur wieder, dass wir aufpassen sollen. Ja. Machen wir glatt. So, Leute, auf geht's. Zurück in den Turm. Und Helena da wieder. Bleibt zurück. Ganz traurig und niedergeschlagen. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen den arkadischen Turm, den Holzturm der Göttin, fertigstellen. So, das lief bisher eigentlich auch ganz gut. Wir hatten ein paar Probleme mit den Gegnern hier, aber es hat sich relativ schnell wieder gelegt. Wir müssen jetzt eigentlich hier ein paar Sachen erledigen können. Und zwar genau da weiter. Gucken wir mal. Zwei Ketten fehlen noch, vielleicht kriegen wir die ja... Na, man weiß, könnten wir in diesem Part sogar hinkriegen, je nachdem wie gut die versteckt sind. Das weiß ich natürlich nicht. Nee, das ist nur das. Das ist nur das. Das Vieh kann da ja auch hochklettern. Gewieft, gewieft. Was ist das denn da? Ach, das ist so eine Motte. Oh. Oh, da liegt eine Beere. Und du springst mich nicht an, Kleiner. Also ja, offensichtlich tut das doch, aber... bin ich nicht allzu begeistert von. Also irgendwo müssten wir jetzt die Blätter, die Dornen vernichtet haben. War das sogar hier? Ja, das könnte der Raum hier gewesen sein. Wow. Ich erstmal voll wegfliege. So, kette dich mal an deinen... den Kollegen da hinten. Und bäm, wieder voll die Breitseite verpasst. Sehr schön. Zack, alles her damit. So, noch muss eine Kiste, die wir... Upsala. Eine Kiste, die wir noch nicht haben. Mensch, für Nymphenbären ist es großartig, dieser Ort hier. So, was haben wir denn da? Unlesbare, schmutzige Notiz. Die ist sogar schmutzig, diese unlesbare. So, Moment... Da können wir hin, aber wir können auch hier nach hier oben. Also gehen wir erstmal hier entlang. Da konnten wir nicht hin wegen den Dornen. Oh, und ich sehe schon, wir müssen noch eine rote Blüte vernichten. Wieder keine Musik hier. Sehr, sehr verwirrend. Und hier geht es noch weiter nach oben. Also wahrscheinlich werden wir hier noch eine Kette finden und dann... Also hier wird es wahrscheinlich eine Kette und eine Rose geben und dann ganz oben noch eine Kette. Oder die Meistertür, das kann auch sein. Weil ich habe gesehen, unten eben, da war auch noch ein Ort, den wir noch nicht... erforscht haben. Und da kann natürlich auch noch etwas sein. Und nach wie vor keine Musik. Oh, eine blaue Blüte. Jetzt sogar mal. Eine blaue Blüte. Jetzt müsste ich natürlich noch was finden, wo ich die festbinden kann. Beziehungsweise überhaupt, wo ich dran komme. Wahrscheinlich muss ich sie erstmal wegscheuchen, weil ich da oben... So. Wohin? Genau. Folge mir. Wahrscheinlich wird hier in dem Raum gleich irgendwas sein. Indem ich sie binden kann.
Kommen wir jetzt auch noch nicht. Boah, das ist aber ein sehr geräumiges Türmchen hier. Gefällt mir aber sehr. Ah, das gefällt mir aber nicht so gut jetzt. So. Gut, der bleibt zum Glück da dauerhaft dran gekettet. So, und. Ja, volle Breitseite. So, dann müssen wir im richtigen Takt treffen. Dann können wir auch diese Ultra-Kombo ausführen. Wop. Hat er gerade auf die Blume eingehauen? Ich glaube schon, oder? So, bevor ich den da kille, will ich, wie gesagt, diese Blume erstmal fertig machen hier. Achso, sie ist schon weg. Okay, alles klar. Ich habe mich schon gewundert gerade. Warum? Ich konnte gerade nicht rollen. Ich glaube, ich bin erschöpft. Ich glaube, ich bin erschöpft. Das heißt, dass ich mich scheinbar nicht richtig bewegen kann. Dann habe ich irgendwas. Nehmen wir hier ein Elixier. Muss ich unbedingt riskieren. Ein Abendrot. Ich habe so das Abendbrot gelesen. Was ist das denn? Können wir das Helena schenken? Blüten und Inblüten blüht nur am Abendrot. Davor und danach ist sie unscheinbar. Na gut. So, erstmal hier trotzdem die Nerven. Nach wie vor. So, zack, weg mit dem. Ich bin schon wieder erschöpft. Oh, erschöpft ist echt ein nerviger Zustand. Ich habe vergessen, meinen Wächter, meinen Wächterstein zu regenerieren. Fällt mir gerade auf, wo ich das sehe. Nein! Und wieder irgendwas kaputt gemacht. Zack, er voll mit der Combo draufhauen. Sehr schön. Also, ups, jetzt habe ich da. Auch interessant. Das war nicht der Plan. Wollte nur den Kollegen mal festbinden. Und jetzt wieder Combo. Bam. Volle Kanne verprügelt. Sehr gut. Und du kannst mir wieder ein bisschen Fleisch geben. Oder nicht. Du gibst mir einfach nur Sekret. Ich weiß jetzt nicht, was wertvoller ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass wir jetzt zurückgehen könnten oder hier lang. Hier geht's weiter nach oben und nach unten. Kommen wir da vielleicht zu der anderen Tür? Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Wo bin ich denn jetzt? Achso, hier gibt's nur. Also nur ist gut. Hier gibt's ein Elixier, das ist schön. Sehr schön. In der Mitte nochmal die Bewucherung begutachten. Ja, will ich jetzt hier weiter nach oben gehen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich will erstmal gucken, was wir da jetzt bei der blauen Blüte freigeknüppelt haben. Und ich muss mal anmerken, ne? Wir haben kein Fleisch. Das heißt, ich sollte mal wieder einen Gegner finden, der mir Fleisch geben kann. Aha, hier ist so eine Kettentür. Perfekt. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Sehr, sehr gut. Oder oben ist noch was. Oh, Ambrosia nochmal gefunden. Krass. Liegt ja einfach so rum, das Zeug. Einfach so. Unscheinbar. Plopp. Könnte sogar was werden mit den beiden Ketten in diesem Part. Je nachdem. So, sehr schön. Die zweite Kette ist sogleich gesprengt. Jetzt, um genau zu sein. Eine Kette übrigens liegt noch was in der Ecke. Auch noch ein Wächterstein. Schön, da kann ich eigentlich noch einmal anlegen. Kann ja noch mal anlegen. Ich habe ja Platz dafür. Was genau macht der nochmal? Erhöht da unten irgendwas Abwehrmäßiges. So, gut. Gut, 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 gut. Dann zurück und jetzt weiter nach oben. Sehr gut. Da kommen natürlich jetzt wieder hier. Sind die Gegner jetzt neu gespawnt da in dem Raum? Nee, sind sie nicht. Aber ich hätte den auch nicht nochmal besiegen wollen. Der hätte mir zwar Fleisch geben können, aber erstens, es hätte nur sein können und zweitens dauert ihm mir zu lange, um den down zu kriegen. Gehst du da rein? Sieht so. Oh. Die letzte Blume. Die letzte Kette. Ah, das ist die rote. I see. Okay, ich kann mich hier runterfallen lassen. Frage ist, ist das ratsam? Ah, na toll. Ich hatte gehofft, dass er nicht drankommt. Was ist denn das da? Achso, oh, wow, 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 wow. Okay, ich zieh die einfach mal raus. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber es ist möglich, also mache ich es einfach mal. Warum nicht?
Sieht das so aus, als möchte ich davon nicht getroffen werden. So. Dann wird der Fahrstuhl mich wahrscheinlich wirklich zur Meistertür bringen. Zur nächsten. Das werden wir sehen, was passiert, wenn ich daran ziehe und dann da dran stehe. Okay. Es war jedenfalls weit genug weg, um da keinen Schaden zu kriegen. Und da hinten soll bloß aufhören zu spucken. Natürlich tut er das erstmal nicht. Ich glaube, aber hier kann ich noch nichts machen, oder? Ich könnte die Tür könnte ich schon mal öffnen. Ja, das geht ja. Nur leider komme ich da noch nicht hin. Aber egal, hoffen wir einfach mal, dass die offen bleibt. Er könnte da so locker drüber springen eigentlich. Möchte ich nie mal anmerken hier an der Stelle. Aber egal, nehmen wir das mal nicht so genau heute. Also da komme ich wieder hoch. Ich kann ja echt nichts machen. Na gut. Blödes Ding da hinten. Also reicht meine Kette auch nicht. Okay, dann gehen wir mal nach oben weiter. Und, oh ne, vielleicht gehen wir nicht nach oben weiter. Arkadischer Meister. Ich habe heute den ganzen Tag lang das Verhalten des Meisters im Arkadischen Turm beobachtet. Als man mir zuerst von ihm erzählte, wurde ich sofort hellhörig. Diese Kreatur können wir als Waffe einsetzen. Die ellenlangen Abhandlungen der Experten lassen sich ganz einfach zusammenfassen. Der Meister tritt in Aktion, wenn er einer Lichtquelle ausgesetzt wird, wie eine Pflanze. Auf diese Art kann er sich auch selbst heilen. Seine Waffen sind vorzüglich, vor allem der explosive Schuss, den er mit dem Kopf abgibt und der seine Gegner zu Fall bringt. Wir müssen weiter an diesen Bestien forschen. Ich freue mich schon darauf, den Meister in unseren Reihen kämpfen zu sehen. Ich aber gar nicht so. Also ich freue mich, den Meister zu sehen, aber nicht in euren Reihen. Aber er ist ja nicht in euren Reihen, also passt das schon. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was soll ich hier machen? Ha, ich komme doch ran. Cool, weg mit dir. So, das hätte ich mir auch ersparen können. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn ich irgendwie dafür sorgen könnte, dass die verschwindet da hinten, woanders hingeht. Dafür müsste ich... Nicht, dass ich die jetzt hätte... Also diese andere Blume hätte auf die schießen lassen müssen. Jetzt ist hier unten die Singer neu gespawnt. Das ist ein richtiges Minenfeld hier. Wie kriege ich die jetzt da weg oben? Das ist die wichtigste Frage, wo, da habe ich fast getroffen. Erstmal mal hier das Zeug wegräumen. Wie kriege ich dich da weg, Fräulein? Ist leider doch alles zu weit weg hier, um da ranzukommen irgendwie. Ich muss die woanders hinlocken, das ist ja schon mal klar. Aber ich komme auch nirgendwo oben lang oder so. Jedenfalls sehe ich da nicht wirklich Anzeichen für. I have no idea. Kann ich eine Rosen hauen, das tut dir dann weh? Nö. Nichts. Gibt es irgendeinen anderen Weg, den ich noch nicht gegangen bin? Nicht, dass es mir bewusst gewesen wäre. Irgendwo festhalten vielleicht. Nee. Dagegen? Die muss ich ja nur... woanders hinbeamen. Wisst ihr was? Wir lesen einfach mal die Dokumente. Und überlegen beim nächsten Mal weiter, was wir hier machen könnten. Weil ich nicht glaube, dass ich hier in dem Raum noch was machen kann, ehrlich gesagt. Nichts von alledem ergibt Sinn. Man drückte mir ein Schwert in die Hand und schickte mich an die Front. So wurde ich Teil des Blutvergießens, des endlosen Gemetzels. Ich habe genug davon. Dieser Weg führt ins Leere. Diese Gewalt kann keinen Frieden bewirken. Nach der Schlacht war ich allein zwischen bleichen Knochen und blutigen Leichen. Ich habe nichts mehr zu geben. Alles, was ich will, ist ein Ende. Ruhe möchte ich. Still und in Frieden. Ruhen möchte er. Wir haben nur noch zwei da. Mein Lehrer ist der festen Überzeugung, dass man in der Alchemie alle möglichen Kombinationen ausprobieren sollte.
Ich habe ein paar von diesen seltenen und seltsamen Körnern gefunden und sie kombiniert. Und siehe da, es kam Quecksilber heraus. Natürlich gibt es Zeiten, wo man Gold in die Mischung gibt und am Ende mit einem Haufen Dreck dasteht. Aber wie soll man etwas Neues entdecken, wenn man nicht etwas experimentierfreudiger in den Tag legt, ne? Ein Alchemist, der nicht mischt, als ginge es um sein Leben, ist so nutzlos wie Quecksilber. So, jetzt muss ich aber meinen Bericht an die Alchemistengilde schreiben. Warte mal, das hatten wir doch schon mal, oder nicht? Wie kriege ich den da weg da hinten? Naja, das überlegen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Das war erstmal Pandora's Tower für heute. Nächsten Part, die letzte Kette, hoffentlich. Bis dann. Ciao.